Heute gibt es das wichtigste Video auf meinem Kanal und ich werde 100% ehrlich sein. Hey Leute, ja, ihr seht es schon, der Titel von diesem Video ist sehr krass. Aber ich muss euch in diesem Video 100% ehrlich die Geschichte von Brawl Stars erzählen, wie sich das Spiel entwickelt hat und wie sich mein YouTube-Kanal entwickeln wird. Mir ist es extrem wichtig, dass jeder von euch bis zum Ende dieses Videos dranbleibt, damit er seine eigene Meinung zu Brawl Stars und zu meinem Plan mit YouTube in die Kommentare schreiben kann. Die Geschichte von Brawl Stars beginnt im Dezember 2018. Brawl Stars kommt weltweit nach einer langen Beta in die App Stores und ist ein sofortiger Erfolg. Die ersten YouTuber wie BrawlBro, Pookie und Clash Games laden Brawl Stars Videos hoch. Es gibt damals nur 20 Brawler im Spiel, nur eine Star Power pro Brawler, gratis Brawlboxen und gratis Bigboxen, Tickets und richtig coole Events. Es folgt das Genie Update im Februar 2019 und dann das Karl- und Belagerungsupdate im März 2019 und damit auch am 12. März 2019 mein allererstes Brawl Stars Video auf diesem YouTube-Kanal bei fast 0 Abonnenten. Brawl Stars war sofort mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe jeden Tag gelivestreamt, jeden Tag immer krassere Videos hochgeladen. Und mein YouTube-Kanal hat nach 1 bis 2 Monaten begonnen, langsam zu wachsen. Mit den täglichen Videos und Livestreams und der Hilfe von YoJonas, Clash Games, Pookie und Marvin Vlog ist mein YouTube-Kanal dann nach 2 bis 3 Monaten komplett explodiert. Ich hatte die ersten viralen Videos über 1 Million Klicks und Brawl Stars haut ein krasses Update nach dem anderen raus. In der Phase war ich so krass gehypt und habe echt nicht gecheckt, was eigentlich abgeht, Leute. Im Jahr 2020 habe ich dann meinen eigenen Creator Code in Brawl Stars bekommen. Für mich die Chance, noch viel mehr Geld in meine Videos zu stecken und noch viel, viel mehr Arbeit in die Videos zu stecken. Und das habe ich dann auch getan. Der erste Brawl Pass und der erste chromatische Brawler Gale ist rausgekommen. Ich breche mit dem Livestream meinen absoluten Zuschauerrekord und erreiche knapp 30.000 Live-Zuschauer auf YouTube. Nur 3 Tage später entscheide ich mich dazu, das legendäre 100.000 Gems Megabox Opening Battle hochzuladen und bin damit ein extremes Risiko eingegangen, denn dieses Video hat fast 6.000 Euro gekostet. Aber es hat sich gelohnt. Das Video hat innerhalb von 7 Tagen 2 Millionen Aufrufe geknackt und hat bis heute 17,6 Millionen Aufrufe erreicht. Ich konnte es wirklich nicht fassen und kann es aktuell immer noch nicht fassen, was da abgegangen ist, Leute. Es hat die Zeit der Megabox Opening Battles begonnen. Ein virales Video nach dem anderen. 10 Millionen Aufrufe, 18 Millionen Aufrufe. Und was ist eigentlich mit Brawl Stars? Brawl Stars hat sich unfassbar gut entwickelt. Es ist der 19.12.2020 und der neue Gratis-Brawler Edgar kam raus. Der größte Brawl Stars Hype aller Zeiten. Jeder von euch sollte es auf jeden Fall noch wissen. Mein Livestream zu Edgar erreicht einfach mal 1,3 Millionen Aufrufe innerhalb von 7 Stunden. Die Brawl Stars Server weltweit sind komplett überlastet, weil jeder Edgar abholen will und Brawl Stars zocken will. Einen Monat später habe ich dann die 1 Million Abonnenten geknackt und auch meinen 1 Million Abonnenten goldenen Play-Button von YouTube bekommen. Ich habe als 1 Million Abonnenten Special dann mit Clash Games den 100-Stunden Livestream gemacht. Wir hatten durchgehend knapp 20.000 Live-Zuschauer. Nach 57 Stunden hatte der Livestream schon 2,6 Millionen Aufrufe und ein unfassbarer Hype auf meinem YouTube-Kanal. Ich dachte, es konnte nicht noch krasser werden, aber dann kam Stu. Brawl Stars hat den neuen Trophäenfahrt-Brawler Stu rausgebracht, den neuen Powerliga-Modus und Brawl Stars ist an der Hype-Spitze, wie es noch nie zuvor war. Mein Livestream zu Stu hat den Edgar-Livestream einfach mal übertroffen. Und fast jedes Video, was ich hochlade, erreicht 1 Million Klicks. Außerdem habe ich auch den 40.000 Pokale-Push eben gemacht. Ja, das war damit übrigens noch sehr viel. Danach kommt das Bell und Squeak Update. Squeak erzeugt auf YouTube einen Extrem-Hype. Und dann kam das Buzz und Griff Update mit 4 neuen Spielmodi. Das perfekte Update für den Sommer. Aber was ist dann passiert? Dann kam der Wendepunkt für Brawl Stars. Auf einmal kamen immer seltener Updates. Brawl Stars trifft Fehlentscheidungen und es kommt kein Gratis-Brawler im Dezember wie zuvor Edgar. Im Jahr 2022 kamen dann meiner Meinung nach die schwächsten Updates aus allen Jahren von Brawl Stars. Vor allem das Gears und das Clubliga-Update hat wegen dem Pay-to-Win-Faktor natürlich extrem viele Spieler verschreckt. Jeder, der einen Maxed-Account in Brawl Stars hatte, musste noch zusätzlich über 10.000 Euro ausgeben,
um nochmal einen Max-Account zu bekommen. Ich habe es selbst bei meinem Account getestet. Das hat natürlich extrem viele Spieler abgeschreckt, die dann mit Brawl Stars aufgehört haben. Für mich das schlechteste Update, was jemals bei Brawl Stars gekommen ist. Ihr wisst es, ich habe trotzdem immer zu Brawl Stars gehalten, aber natürlich ist Supercell dann in Panik geraten und hat sich gedacht, was müssen wir machen, um wieder auf Brawl Stars aufmerksam zu machen. Ein Jahr nach dem Gears und Power 11 Update kam dann eben das Unfassbare, und zwar, dass Boxen aus Brawl Stars entfernt wurden und eben auch die Omega Boxen, die eben kurzzeitig reingekommen ist. Die Omega Box hat zwar einen kompletten neuen Hype ausgelöst, der weltweit auf Brawl Stars einfach nur komplett abgegangen ist, auch auf meinem Kanal, aber im selben Atemzug ist dieser Hype eben schon innerhalb weniger Tage komplett wieder verschwunden, nachdem die Boxen entfernt wurden. Es war wirklich ein unfassbares Hoch, was wirklich jeder Brawl Stars YouTuber erlebt hat, und ein unfassbares Tief danach wieder. Das Update mit Chester, Gray und Mandy war natürlich trotzdem extrem gut. Jeder Spieler hat endlich seinen gratis legendären Brawler bekommen. Viele Spieler haben wieder angefangen zu spielen. Und danach kam wieder ein richtig krasses Update. Und zwar das Mastery Update. Man sieht, Brawl Stars steckt wieder viel mehr Arbeit in die Updates, aber irgendwie ist es einfach nicht mehr dasselbe. Was ist mit Brawl Stars los? Ja, Leute, und hier sitze ich nun und sage euch meine ehrliche Meinung zu Brawl Stars im Jahr 2023 und nach dem neuesten Update. Bevor ich das sage, will ich noch mal kurz eine Sache klarstellen. Ich werde natürlich weiterhin Brawl Stars Videos machen, aber es wird sich ein bisschen was ändern. Es wird ein bisschen weniger Brawl Stars Videos kommen, dafür aber viel aufwendigere und viel coolere Videos, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Ich habe nämlich Brawl Stars und euch alles zu verdanken. Ich habe zum Beispiel meine eigene Eigentumswohnung kaufen können, und das im Alter von knapp 20 oder 21 Jahren. Ich habe mein absolutes Traumauto kaufen können und ich baue momentan auch mein eigenes Haus. Brawl Stars wird immer mein absolutes Lieblingsspiel sein, Freunde, und es hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, genauso wie ihr natürlich auch, Freunde. Aber für mich waren einfach die Updates ab Ende 2021 nicht so, wie ich es mir eben erträumt oder erwünscht hätte. Megaboxen hätten niemals entfernt werden dürfen und die Omega-Box hätte dauerhaft ins Spiel eingeführt werden sollen, und auch das Clubliga und Power 11 Update hätte so niemals kommen dürfen. Es hätten viel mehr Trophäenfahrt-Brawler und Gratis-Brawler wie Edgar kommen müssen. Der Trophäenfahrt hätte viel besser erweitert werden müssen. Showdown Plus und Pokale pushen auf Zuschauermaps hätte auch immer noch im Spiel sein sollen. Es hätten viel bessere Challenges kommen müssen, statt immer nur Pins, Sprays, Profilbilder und Powerpunkte. Vermisse ich eben die Skin-Challenges, die es damals gab, wie PSG Shelly, Brawloween Rosa oder die Krieger-Boot-Challenge. Außerdem fehlt mir ohne Boxen eben der spannende Moment und dieses Glücksgefühl, wenn man zum Beispiel einen legendären Brawler zieht. Eben diese Spannung, die es eben bei Brawl Stars für mich ausgemacht hat. Ich fühle mich seit Dezember 2022 in meinen Brawl Stars Videos dadurch ein bisschen eingeschränkt, was bestimmt der ein oder andere verstehen kann, weil ich natürlich extrem viele Megabox-Opening-Videos gemacht habe. Aber Freunde, mit diesem Video kündige ich euch etwas sehr Positives an. Ich werde richtig coole Real-Life-Videos in Zukunft bringen, wie zum Beispiel das Rutschen-Video oder auch Mystery-Box-Videos, Videos mit meinem Cousin, Videos mit anderen großen YouTubern, die ihr bisher noch gar nicht auf meinem Kanal so oft gesehen habt. Und ich werde natürlich trotzdem weiterhin richtig coole Brawl Stars-Videos machen. Es wird nur ein bisschen weniger und dafür aber viel coolere Brawl Stars Videos sein. Ich möchte also richtig coole, überlegte Brawl Stars Videos bringen, die ein richtig krasses Special sind. Oder eben auch zum Beispiel neue Updates vorstellen, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Leute, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr zusammen mit mir den gemeinsamen neuen Weg geht und mir dabei helfen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr, egal was ich hochlade, auf das Video klickt, es euch eben anschaut und mir euer Feedback gibt, egal ob es positiv oder negativ ist. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mir eine Chance gibt mit dem neuen Content, mit anderen Spielen, wie zum Beispiel verschiedene Handyspiele oder auch Real-Life-Videos, wo ich zum Beispiel Mystery-Boxen auspacke oder andere coole Sachen, wie zum Beispiel, wie gesagt, das Rutschen-Video. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr mir mit dem neuen Content eine Chance gibt und wirklich euch beteiligt und bei jedem Video eure Meinung und euren Feedback eben da lasst. Teilt mir dann auch eure Lieblingsformate eben mit, weil ich glaube, Leute, wir können es schaffen, dass dieser Kanal gemeinsam noch viel größer und viel cooler wird. Also Leute, ihr merkt schon, es ist nicht ganz der Tod von Brawl Stars, aber es ist der Tod von Brawl Stars hinter meinem YouTube-Namen. Denn ab jetzt werde ich auf YouTube Lukas heißen
und nicht mehr Lukas Brawl Stars. Warum habe ich mich dazu entschieden? Ich möchte ab jetzt Lukas auf YouTube heißen, weil ich viele andere Videos auch bringen werde zu anderen Spielen. Vor allem Real Life, coole Challenges, andere coole Handyspiele oder auch Dinge, die mich einfach gerade extrem interessieren. Ich fühle mich durch den Namen Lukas Brawl Stars ein bisschen beschränkt nur auf ein einziges Spiel und manchmal passt der Name dann eben auch nicht mehr so, wenn ich zum Beispiel eben ein Minecraft-Video hochladen möchte oder ein Real Life-Video, was überhaupt nichts mit Brawl Stars zu tun hat. Ich bin so gespannt, was ihr davon halten werdet. In einigen wenigen Tagen werde ich auch mein Profilbild und meinen YouTube-Banner tatsächlich ändern in einem komplett neuen Design, was ich das erste Mal seit 2019 mache. Aber Leute, seid nicht traurig, es ist wie gesagt nicht der Tod von Brawl Stars. Ich werde weiterhin richtig krasse Videos auch zu Brawl Stars auf meinem Kanal machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Weg mit euch gemeinsam, Leute. Ihr seid die Besten.